Darf ich schnell fragen, ist jetzt der Widerstand gebrochen gegen den Südanflug oder mit dem Abbau? Nein, eigentlich nicht. Wir können sie nicht ändern. Können sie nicht ändern. Und jetzt müssen wir das ja wegtun. Ja. Jetzt geht es auf Pfaffhausen. Okay. Und weil ja da der Kanton das verbietet, dass wir das da in der Freihaltezone aufstellen. Aha. Und jetzt müssen wir es halt wegtun. Also der Kanton hat es verbietet? Also im Prinzip ist das einfach nicht bewilligt. Dass wir haben jetzt erst eigentlich das Geheißen, wir dürfen es nur 3 Monate haben, anstellen. Und jetzt haben wir das halt verlängert worden, weil wir einfach keinen anderen Platz hatten. Und zuerst war die Idee, dass wir es vielleicht so total kaputt machen und so. Okay. Und jetzt hat es der Verein Flugschneise Süd Nein schenken. Okay. Und die stellen jetzt das den Pfaffhausen dort auf den Kreislauf. Haben Sie noch etwas zum Werk sagen? Also ich glaube, symbolisch eindeutig, oder? Also vom... Das kann man sagen. Ja. Es zeigt einfach an sich, wenn das Prisma ganz wäre, wäre es etwas Schönes. Aber der Fluglärm, der zerstört die Schönheit und Harmonie, die man hier hat in Schwammerdingen. Und dann haben wir es einfach so aufgestellt, dass es genau in der richtigen Richtung ist. Also die Flugzeuge kommen da genau darüber rein. Ja. Und das Rohr, das eigentlich symbolisieren, dass das quasi da das Prisma verletzt wird. Und dann da verletzt wird. Und da geht es nachher hinten über das Quartier rein. Oder? Und jetzt hoffen wir einfach, dass das bei dem Prisma bleibt und nicht irgendwie mal das Flugzeug da im Quartier unten dann da eine Zerstörung herrichtet.